Willkommen im Tottenham Hotspur Stadium. Es ist wirklich die perfekte Kulisse für diese heutige Begegnung. Ihre beiden Kommentatoren heißen Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns heute auf ein Spiel aus der Premier League. Tottenham Hotspur gegen Newcastle United. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Number 20, Dele Alli. And number 27, Lucas. Wir kommen zur Aufstellung von Tottenham Hotspur. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Schauen wir kurz auf die Anfangsformation von Newcastle United. Im Tor Martin Dubravka. Federico Fernandes spielt neben Jamal Lascelles in der Verteidigung. Und vorne haben wir bei Ihnen einen Einmannsturm. Sieht erstmal nicht gefährlich aus, aber abwarten. Sie können während des Spiels ja variieren. Was die Kommerzialisierung des Fußballs angeht, da gab es ja auch schon Kritiker. Aber die Stadien sind voller denn je. Die Menschen fiebern stärker denn je. Ja, man denkt immer, Wolf, das mehr geht nicht. Aber mir kommt es fast so vor, als gäbe es heute im Fußball noch mehr Emotionen. Und ich glaube, das Ende ist immer noch nicht erreicht. Wings. Giovanni Lo Celso. Kommt jetzt die Flanke rein. Gute Aktion. Sie verlieren den Ball. Lamela. Dele. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Davinson Sanchez. Giovanni Lo Celso. Und Lucas. Lucas Moura. In den freien Raum. Da geht die Fahne hoch. Also, ach, das würde ich mir gerne in der Wiederholung nochmal anschauen. Und das war extrem knapp, aber die Entscheidung ist vertretbar. Schön den Ball angenommen, obwohl die Abwehr da ist. Bentaleb. Alonso Maximon. Da kommt die Hereingabe. Aber hier kommt kein Mitspieler dran. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Alonso Maximon. Jetzt vielleicht die Flanke. Sehr guter Einsatz. Spiel geht mit Einwurf weiter. Gut aufgepasst und abgefangen. Schöne Aktion. Alderweireld. Lucas. Wings. Ballverlust. Wings. Klasse Pass. Dele. Dele Alli, die Riesenchance. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Rose. Guter Pass. So machen sie das Spiel breit. Danny Rose. Alonso Maximon. Haben wir natürlich schon besser gesehen. Keine Frage. Schau, hier sieht man es nochmal ganz genau. Das war kein Foul. Alles korrekt. Eine harte, aber faire Grätsche.
Steven Bergwijn. Wir stehen da sehr tief und überlassen dem Gegner so ein bisschen die Initiative. Immer wieder diese schnellen Pässe. Sie arbeiten sich so langsam in Richtung Torchance. Lukas! Ganz lang macht er sich da gehalten. Ecke kommt ins Zentrum. Ah, das war nix. Abwehr ist zur Stelle. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Gut geklärt, aber Einwurf. Valentino Lazaro. Miguel Almirón. Joy. Könnte die Führung werden. Und er behält die Nerven. Tor! Wichtige Aktion, jetzt liegen sie hier vorne. Jetzt haben sie das Spiel erstmal im Griff. Das zeichnet einen echten Torjäger aus. Er steht genau da, wo der Ball hinspringt. Klar, nachdem der Torwart den ersten nicht festhalten konnte, da reagiert er am schnellsten. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ja, auch am Spielfeldrand große Freude über diesen Führungstreffer. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Steven Bergwijn. Wings. Jetzt Lukas. Steven Bergwijn. Lukas. Harry Winks. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Clark. Saint-Maximin. Danny Rose. Nabil Bentaleb. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Da kommt der Kopfball, aber gehalten vom Torhüter. Sieht gefährlich aus. Aber Saint-Maximin. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. So ein Eigentor ist natürlich besonders ärgerlich. Er will ja eigentlich helfen und den Ball abwehren. Und dann kommt es anders. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Seine Pässe sind heute erstklassig. Auch der hier wieder. Tottenham hat in Sachen Ballbesitz mehr oder weniger deutliche Vorteile in dieser Partie. Aber wo bleiben die Chancen? Sie schaffen es nicht, sich Möglichkeiten zu erarbeiten. Und dann darfst du dich über einen Rückstand nicht wundern. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch? Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Super Pass jetzt. Miguel Almirón. Flanke kommt an den kurzen Pfosten. Der Kopfball ist drin. Der Ball ist drin. Und hier sehen wir den Kopfball nochmal. Klasse Tor. Klasse Kopfball. Hat er super gemacht. Also, da schauen wir nochmal ganz genau hin bei diesem Tor. Eine perfekte Hereingabe von der rechten Seite. Hier nochmal schön zu sehen. Und da dürfen Sie den Vorbereiter zurecht feiern. Präzise Hereingabe hier und dann macht er es aber auch klasse im Abschluss. Ja, also da bin ich bei dir. Tolles Timing in der Luft. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft.
Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Jetzt Lukas. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stock. Aurier. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Giovanni Lo Celso. Harry Winks. Lukas. Klasse gehalten. Steven Bergwijn, Winks, die Gelegenheit für die Flanke, Dele, Harry Winks, da zieht er ab und Tor! Und das war ein toller Treffer, direkt genommen, mit ganz viel Risiko. Er hatte nicht viel Zeit und entscheidet sich instinktiv richtig. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Federico Fernandes. Vermeintlich klare Führung zur Pause, steht 3:1, aber wer weiß. Noch sind 45 Minuten zu gehen. Er kann heute leider nicht die gewohnte Leistung abrufen. Er kommt heute nicht rein in diese Partie, aber es fehlt ein Stück weit auch die Unterstützung aus dem Mittelfeld. Und jetzt geht's hier weiter. Gute Aktion. Lamela. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Bentaleb. Rose. Jetzt müssen sie aufpassen. Er holt sich den Ball. Ja, schwacher Ball hier. Giovanni Lo Celso. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Jetzt vielleicht. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Steven Bergwijn. Winks. Giovanni Lo Celso. Sie verlassen sich jetzt auf ihre Abwehr und lassen den Gegner kommen. Sie lassen sich Zeit im Aufbau. Ah, klasse geklärt. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Giovanni Lo Celso. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Steven Bergwijn. Und es gibt Abstoß. Nun wird es Wechsel auf beiden Seiten geben. Bentaleb. Saint-Maximin. Clark. Gale.
Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Und da klingelt es im Kasten. Und da macht er gleich sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Schön durchgesetzt, zieht am Verteidiger vorbei. Das ist eine seiner großen Stärken. Dieser Zug zum Tor, unnachahmlich. Tolles Tor. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Tanguy Ndombele. Super dieses Zuspiel. Sieht gefährlich aus. Ah, er kann klären. Gute Aktion. Gut gemacht. Gutes Tackling. Ja, könnte was werden. Er klärt hier per Kopf. Gut gelöst. Giovanni Lo Celso. Davinson Sanchez. Tanguy Ndombele. Ryan Sessegnon. Giovanni Lo Celso. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Gefährlich. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Lucas Moura. So langsam wird es gefährlich. Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Lamela mit dem Eckball. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Den kann er klären. Jetzt könnte er flanken. Super Einsatz, er holt den Ball. Tanguy Ndombele. Ryan Sessegnon. Ben Davis. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Er bekommt Hilfe. Tanguy Ndombele. Alderweireld. Eric Dyer. Schöner Pass, jetzt vielleicht. Und er gibt Elfmeter. Keine Frage, das ist ein Elfmeter. Aber der Schiedsrichter zeigt ihm keine Karte, Buschi. Strafstoß natürlich die richtige Entscheidung. Aber keine Karte zu zeigen, also da liegt er daneben. Hält den Elfer, ist es zu glauben. Was für eine Parade. Gibt Ecke für Tottenham. Einen Elfmeter zu halten ist nicht nur Glück. Da geht es auch um richtig gute Reflexe auf der Linie und um Antizipation. Außerdem kennen richtig gute Keeper auch das wahrscheinliche Schussverhalten des Schützen. Da hat der Keeper den Schützen ausgeguckt und klasse reagiert. So, Lamela jetzt. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Aurier. Tanguy Ndombele. Ganz energisch. Lukas. Jetzt vielleicht. Brillant gemacht. Das Tor ändert zwar nichts am Spielausgang, bringt ihnen aber vielleicht ein wenig Selbstvertrauen zurück. Da hat er überhaupt keine Probleme beim Abschluss aus kurzer Distanz.
Den Ball hat er noch berührt, aber gereicht hat es nicht. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Vier zu zwei steht's damit. Hier ist einiges los. Jetzt machen sie hier das Tor, aber ich glaube nicht dran, dass da noch viel geht. Man sollte eine Mannschaft nie abschreiben, aber es wird schwer. Dafür haben sie einfach bislang zu wenig zusammengebracht. Die letzten fünf Minuten sind eingeläutet. Pass auf den Flügel. Dele Alli, da geht er runter und kann den Ball abwehren. Ecke kommt in den 16er. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Lukas, geht da noch was? Viel Zeit ist nicht mehr, aber ich glaube, das wird noch spannend. Sie sind ganz dicht vor dem Comeback in dieser Partie. Und damit hätte ich im Leben nicht mehr gerechnet. Das Unentschieden ist greifbar. Ein unfassbar offensiv geführtes Spiel bis hierhin. Beide Teams treffen fast nach Belieben. Nur die Torhüter können einem ein bisschen leid tun. Da verlieren sie den Ball. Nee, ich glaube, den Ball holt sich der Keeper. Jetzt also, die Nachspielzeit an. Ah, da müssen sie aufpassen. Das war alles andere als ein guter Abschlag. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Jetzt zieht er in die Mitte. Den spielt er gut. Und da klingelt es im Kasten. Ein unglaubliches Comeback. Drei Tore aufgeholt. Die Partie ist wieder völlig offen. Unfassbar, dieser Ausgleich in der Nachspielzeit. Jetzt ist hier nochmal richtig Feuer drin. Und die Fans natürlich hellwach, nicht auszudenken, was hier los ist, wenn sie das Ding noch komplett drehen. Am Spielfeldrand wird jetzt natürlich überlegt, müssen wir was ändern, vielleicht eine Umstellung. Spiel lief ja eigentlich gut, aber dieser Ausgleich verändert die Partie. Und jetzt stehen sie wieder im Mittelkreis, sie treffen selbst, sie bekommen die Tore rein. So Spiele gibt's halt manchmal. Gut den Ball verteidigt. Unentschieden steht's nach der regulären Spielzeit.